Schritt ist immer was, was vorwärts, rückwärts oder rückwärts, vorwärts geht. In dem Fall vor, rück. Tipp, vor, rück. Tipp, links vor, rechts rück. Tipp, links vor, rechts rück. Tipp, vor, rück. Tipp. Das brauchen die Herren dann, wenn wir demnächst dann gleich irgendwo die Dame hinwickeln, zurückwickeln oder sonst was wickeln. Vor, Rück, Tipp. Das war der Liegestritt, Grundschritt. Meinst du, das geht schon? Ich habe es kapiert und ich denke, das tut jetzt Ich habe auch mittlerweile schon gehört. Gut, dann gehen wir jetzt noch einmal direkt auf die Damenschritte ein. Und zwar beginnen wir mit dem rechten Fuß, tanzen einen Vorwärtsliegestritt wie die Herren. Wir gehen rechts vor, stellen uns da vorne drauf, gehen mit dem linken Fuß rück, machen mit dem rechten Fuß unseren Tap. Also die Dame hat rechts vor, links rück und Tipp. Remo, magst du schon? Ich tue oder? Nein, wir gehen einfach auf einander zu. Und mehr die öffnen, jetzt tragen. Wobei dein Körper momentan zu weit nach hinten geht. Wir müssen also uns ganz zentral die Herren auf dem rechten und die Damen auf dem linken Fuß befinden. Auf dem Eins vor, zwei rück und bleiben. Vor, rück. Tipp. Vor, rück. Ohne Tragen. Wenn wir gerade vorwärts gehen, dann haben wir gleich die Treffer. Deshalb gehen die Herren mit ihrem linken Fuß leicht links und die Damen zielen mit ihrem rechten Fuß zwischen seine Füße, stellen sich drauf. Gehen links rück, machen mit dem rechten den Tap. Rechts vor, links rück und Tap. Wichtig ist, dass wir uns zentral die Herren auf dem rechten und die Damen auf dem linken Fuß befinden, auch beim Tap. Vor, rück bleiben, Tipp. Vor, rück bleiben, Tipp. Der Körper darf sich nicht so weit nach hinten bewegen, sonst haben wir ein kleines Problem, dass wir umfallen und der falsche Fuß frei ist. Also. Die Herren links, die Damen rechts, vor, rück. Tipp, es geht immer zueinander, auseinander, Tipp, zueinander, auseinander, liebe Zuschauer, bei diesem Grundschritt, lieber Remor, bei diesem Liegestritt-Grundschritt, hältst du mir beide Hände nach vorne. Ich hänge meine Hände ein bisschen weiter. Das heißt, wir machen mit den Fingern einen kleinen Haken und kannst den Augen, wenn du möchtest, nochmal oben drauflegen. Was ganz wichtig ist, dass wir nicht die ganze Hand der Dame nehmen, sonst sprechen wir der Dame nachher was, sondern die Hände sind bei diesem Grundschritt nur zum Kontakt und zum Führen da, locker. Wir halten sie leicht außerhalb der Körper. Und da du beim Tanzen das Sagen hast, wenn du mit mir anfangen möchtest, ziehst du ganz leicht mit beiden Händen mich her. Also meine Herren, wir zupfen etwas an der Dame. Und dann springt sie normalerweise mit ihm auf. Genau. Eins, zwei, Tipp, vor, Remor, locker, vor, rück, Tipp, vor, rück, Tipp, wiege, Tipp, wiege, Tipp. Diesen Grundschritt drehen wir auf, rechts um etwas. Allerdings drehen wir ihn immer auf im Vorwärtsschritt. Das heißt, du gehst. Meine Damen, wir gehen mit dem rechten Fuß vor. Dann drehen wir auf diesem Schritt etwas rechts rum, nehmen unsere Schulter wieder nach hinten, gehen in die neue Richtung rückwärts, haben dann wieder unseren Tap. Das Zeug kommt dann mit dem Arm zu vor, rück, Tipp, drehen, rück, Tipp. Lieber Remor, dein rechter Fuß sollte nicht schließen, wie du stehst. Bevor ich tue, Steh rück und schließ. Meine Zuschauer, meine Herren, das wird Ihnen wahrscheinlich genauso passiert sein wie dem Remor eben, dass Sie mit geschlossenen Füßen dastehen und das war keine gute Lösung. Unbedingt müssen die Herren den zweiten Schritt rückwärts setzen. Deshalb versuchen wir das jetzt aber nochmal ohne Drehung. Vor, rück, Tipp. Tipp. Und es ändert sich überhaupt nicht, außer dass wir auf der 1 1, rück, Tipp. Unterstützen können wir das durch die Hände, indem wir sie leicht nach außen nehmen. Wie viel
Silber drehen ist erstmal völlig egal. Aber ich kann. Drehen, ruhig. Tipp, drehen, ruhig. Tipp, und auf diesen Kunststoffremor, da baut sich später dann alles auf. Und über diesen Kunststoff kommen wir dann irgendwann dann auch mal zu dem flotten Tanzen. Jetzt würde ich sagen, so ähnlich wie wir es vorhin in der Kollegin haben. Genau. Vor, ruhig. Tipp, vor, ruhig. Tipp. Also ich habe jetzt unheimlich viel gelernt, wann ich zumindest, und würde das gerne jetzt ja mal mit dir ausprobieren, wenn du nichts dagegen hast. Naja, immer im Gegenteil, und ich denke auch unsere Zuschauer sind da unserer Meinung, der Wiegeschritt, Grundschritt bedarf, gerade der Bedarf der Übung, dass ich alles später auf diesen Wiegeschritt, Grundschritt aufbaue. Mit Musik finde ich eine klasse Idee. Und geht auch alles besser, heißt es. Nein, wir fangen nicht so an. Wir fangen jetzt einfach so an, lieber Remor. Wiegeschritt, Grundschritt. Und wenn du anfangen möchtest, ziehen, haben wir gesagt. Oh! Seit langer Zeit sind wir schon zusammen. Wir haben viel gehabt. Ich denke, das ist die Faule im Job. Darum machten wir genug. Und wir haben unseren Weg zu zweit gewählt. Angelina, du bist mein Mädchen. Angelina, dir will ich gehören. Ohne dich, da wär mein Leben einfach ohne Sinn und Ziel. Angelina, du gibst mir so viel. Und wie du schaust, das war jetzt unser Wiegeschritt, Grundschritt. Aber hast du irgendjemanden gesehen, ja, der so anfängt? Nein. Sehr gut. Und in dieser Tanzhaltung machen wir was, oder? Bleibt nur das Rückgrip. Sehr gut. Es war zwar etwas seltsam selbst, aber sonst war das schon sehr gut, Remo. Also wir haben unseren Grundschritt. Mein lieber Zuschauer, vorwärts und rückwärts. Und da hatten wir das Wegdrehen und Rückdrehen der Dame. Also ein Damensolo rechts rum und links rum. Es ändert sich eine Sache. Die Führung bleibt dieselbe. Wir führen beim Vorwärtsteilremor die linke Hand nach oben. Den sollten wir jetzt erst noch halten. Also vor, vor, Tipp. Sehr gut. Dann zu einem Seitwärtswegeschritt, Grundschritt, wie gerade vorhin. Seitwärts, Wiege, Tipp. Und jetzt haben die Herren, meine Herren, die Position erreicht, wo wir in den Wiegeschritt, Grundschritt übergehen. Nämlich, wir drehen die Dame zurück und tanzen links vor, rechts rück und Tipp. Was? Dabei nehmen wir dann Doppeltanzhaltung ein. Ich glaube, das üben wir lieber nochmal. Ja. Meinst du nicht auch? Gut. Also, wir tanzen den Vorwärts-Rückwärts-Grundschritt. Vor, vor, Tipp, rück, rück, Tipp. Beim Vorwärtsteil erfolgt die Führung für die Dame, dass sie jetzt gleich ein Damensolo tanzen soll. Dann dreht die Dame drunter durch, dann nehmen die linke Hand etwas nach unten. Von unten nehmen wir sie in der Mitte durch nach rechts. Und ideal wäre, wenn du dann mit der rechten Hand an meinem linken Arm entlang gehst, bis wir beide Hände gefasst haben. Somit befinden wir uns in der Tanzhaltung an beiden Händen für unseren Wegeschritt, Grundschritt. Zum Nachdruck. Tipp, den wir dann allerdings ganz locker halten. Vor, zurück, Tipp. Vielleicht können wir das jetzt für unsere Mithänder zu Hause einmal nochmal direkt zeigen. Gerne, wenn ich es hinbekomme. Natürlich. Vorwärts, rückwärts, vorwärts bitte. War. Vor, vor, Tipp, rück, rück, Tipp. Vor, vor, Tipp. Immer nach dem Vorwärtsteil. Den Seitwärtswiege für die Drehung der Dame. Seitwärtswiege. Tipp.
Und jetzt direkt für die Herren einen Wiegeschritt und Schritt links vor. Nein, du musst das schon mal drauf. Tipp und wir sind direkt im Vorrück. Tipp, wir nehmen gegeneinander Grundschritt, Wiegeschritt, Grundschritt an Doppelhandhaltung. Rück, Tipp. Immer bis dahin schon sehr gut. Hast du irgendwelche Fragen oder hast du einen Wunsch an mich? Fragen kann ich noch. Naja, machen wir eigentlich. Unheimlich, aber man muss sich ausprobieren. Ich denke, das ist eine sehr gute Idee und auch unsere Mittänzer zu Hause sind ja mit Sicherheit über diesen Vorschlag ganz arg dankbar. Gut, dann lass uns loslegen. Seit langer Zeit sind wir jetzt schon zusammen. Angelina! Ja, so geht es mir auch schon. Wenn er wirklich am Anfang ist. Ich hoffe, unsere Zuschauer sind ebenfalls dabei. Das denke ich schon. Stellen Sie sich bitte so auf, wie wir das gerade eben für Sie tun. Immer. Du nimmst deine rechte Hand hier zwischen unseren Köpfen in der Mitte durch und die ausgesehen nach links rüber. Die Herren drehen sich in ihren linken Arm ein. Die Dame läuft von sich ausgesehen links am Herrn vorbei. So. Und bevor es jetzt hier klemmt, lassen wir seine linke und ihre rechte Hand los. Die Dame geht ganz zart, zart, meine Damen, am Rücken des Herrn entlang bis zu seiner linken Hand. Was wir haben, ist eine falsche Handhaltung. Normalerweise haben die Damen die Hände oben, die Herren haben die Hände oben. Zeigen wir vielleicht nochmal ganz kurz. Dieser Position, meine Herren, nehmen wir die rechte Hand in der Mitte durch, nach links rüber. Die Dame läuft von hier aus gesehen links am Herrn vorbei und am Ende haben wir die Hände des Herrn oben. Um dies aufzulösen, nehmen die Herren jetzt die linke Hand in der Mitte durch, nach rechts rüber, machen einen Bogen von hier aus gesehen links um die Dame herum. Bevor es jetzt klemmt, lassen wir seine rechte, ihre linke Hand los. Die Herren gehen ganz zart am Rücken der Dame entlang, bis wir wieder beide Hände gefasst haben, in der richtigen Tanzhaltung. Das heißt, die Damen entlang. So, achten Sie bitte, was die Füße parallel dazu machen. Wir tanzen jeweils einen gedrehten Grundschritt. Die Herren drehen auf links, die Damen drehen auf rechts. Drehen, rück. Tipp, drehen, rück. Nochmal. Drehen, rück, tipp, drehen, rück, tipp, drehen, rück, tipp, drehen, rück, tipp. So, Herr, wir machen das jetzt einmal nochmal, bitte Füße komplett. Und die Achtung darauf, wenn immer der, der unter den Armen dreht, etwas mehr dreht als der andere Partner. Drehen, rück, tipp, drehen, rück, tipp. Er dreht mehr, tipp, sie dreht mehr. Tipp, die Figuren nennen sich He Goes
und Ski geht. Wenn der Herr geht, tap und die Dame geht. Tap, deine Aufgabe ist es nun, die Figur Higo Shigos, die du eben erlernt hast, mit dem Wiegestück Grundschritt zu verknüpfen. Sag ich. Gut. Ich denke, dass ich habe. Wiegestück Grundschritt. Vor, rück, tipp. Vor, rück, tipp. Und wenn du vorwärts gehst, dann nimmst du gleichzeitig die rechte Hand mit nach links durch, drehst dadurch automatisch links herum, tipp und drehst mich zurück. Eins, zwei. Und schon sind wir in unserer Figur drin. Aufhören kannst du die Figur immer mit meiner Drehung tipp, damit die Hände wieder in der richtigen Handhaltung sind. Machen wir vielleicht gerade einmal noch. Eins, zwei, tipp, er dreht, tipp, die dreht, tipp, er dreht, tipp. Es scheint dir Spaß zu machen. Tipp, eins, zwei, tipp. Das klappt ja schon sehr gut. Eins, zwei, tipp, genau, aufhören mit der Dame, eins, zwei, tipp. Was wir uns auch heute noch stehen, die Leidenschaft, sie hat uns eingefallen.